Hallo Sportfreund, ich begrüße euch aus Weimar auf der Bank, Teil 11 meiner Vorbereitung für die Landesmeisterschaft im Bankdrücken. So, das Training ist das gleiche wie am Montag, plus diesmal ohne die Pause. Ich habe das alles mit einem Haufen Power umgesetzt, auch die 73%, nur mit einer leichten Brücke und ohne die Drückpause, wie man hier sieht. Nachdem ich fertig war, wechselte ich zum Nackendrücken und die Multipresse kann ich nur empfehlen für mehr Sicherheit, gerade beim Überkopfdrücken. So, Beugestütze zum Schluss. Hier noch ein Tipp von mir fürs Drücken. Und ich habe alles wieder bis in die letzte Wiederholung rein mit voller Konzentration umgesetzt. Am Freitag das Training begann ich mit Frontkniebeuge zur Erwärmung mit fürs Kreuzheben und da führte ich nur 3 Sätze mit 5 Wiederholungen aus, war dann fit für das klassische Kreuzheben. Da habe ich mit 140 begonnen, einmal 3 und ist ja eine Komplettübung, wie ich hier aufgelistet habe. Natürlich auch für den Kopf. So, 3 Wiederholungen zur Kräftigung. Dann war hier 140, letzter Satz. Vom Heben habe ich dann nochmal so ein kurzes Feedback. Nochmal durchgehen für die 3 Wiederholungen und dann wird durchgezogen. War recht schwer, die Hantel wollte immer wieder aus den Händen raus. Deswegen habe ich immer fester zugegriffen und habe mir auch die ganze Haut zwischen Zeigefinger und Daumen abgeschliffen, regelrecht durch die Rändelung der Hantel. Und hier sieht man es, 3. Wiederholung fast aus den Händen geglitten. So, Rudern und Sitzen als erste Rückenübung mit Wechselgriff, sehr effektiv. Heute habe ich 85 Kilo drauf gehabt. Dann 2. Rückenübung, 25 Kilo. Nur 3x4 und zum Schluss wie jeden Freitag Griffkrafttraining, heute 110 Kilo 5x5 mit je 10 Sekunden Einbeugen der Hantel und da verwendete ich keine Daumenklemme, sondern einfach nur die Finger und das beansprucht die Unterarmmuskulatur mehr, als wenn ich die Daumenklemme einsetzen würde. Und damit ist meine 6. Woche zu Ende.